Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hassreiter und wir sind in Folge Nummer 88 von Avorion. Ja, ich hatte hier letztens philosophiert darüber, wie wir diese nächste Quest erfüllen können, indem wir halt ein Bündnis mit einer Fraktion haben. Das habe ich nicht hingekriegt, weil ich nicht wusste, wie es geht. Der dringende Lieferung ist fehlgeschlagen, okay. Der Thomas Stehler hat mir aber ganz viel dazu geschrieben und da machen wir gleich nach dem Intro weiter. Ja, der Thomas Stehler, der hatte mir geschrieben, dass ich da die Fraktion, das Verhältnis zu denen zwischen 90 und 95.000 Punkte da haben muss, damit ich mit denen ein Bündnis mit abschließen kann. Dann sollten wir doch mal gerade hier reingucken. Die Freibeuter, die Lilis Freibeuter waren ja diejenigen da. Ah, das ist tatsächlich nicht mehr ganz weit weg. Das würde bedeuten, wir müssen bei denen nur noch ein ganz bisschen machen, bis wir mit denen dann zufrieden Verhältnisse, so gute Verhältnisse haben, dass das klappt, ne? So, jetzt ist nur die Frage. Hier ist der Miner 1. Der hat ja noch genug zu tun. Die Lady baut auch ab. Und Reiter 1 hat nichts zu tun. Das ist der nächste, der hier in der Nähe ist, oder? Dann würde ich doch mal sagen, ist er doch derjenige, der da mal gerade hinspringt, oder? Da kann er nicht hin. Ich glaube, wir gehen erstmal in das Schiff gerade rein. Oder? Ja, ich denke schon, ne? Oh. In Schiff wechseln wollten wir machen. Weiter 1. Gucken wir uns das gerade mal an. Eine Mine oder was ist das? Wird es wahrscheinlich sein. So, jetzt sind wir im Schiff, oder? Lass uns da mal gerade reingucken. Was kann das, was kann das nicht? Maschinengeschützturm, also das ist ein sehr schwaches Schiff noch, ne? Das ist klar, da müssen wir gleich mal dran arbeiten. Und lass uns mal, nee, da nicht, da wollte ich gucken. Was haben wir denn im Handelsbesuch? Alles klar. Leichtes Bergschiff, Transporter, kann der uns was erzählen? Und jetzt war, gibt es hier etwas interessantes? Wo ist der Heimatsektor? 400 minus 131. Ne? Okay, das ist ein Heimatsektor. Aber das kennen wir ja dann, ne? Obwohl. Ja, wenn ich jetzt über Ausrüstung hinschicke, dann wissen wir ja, dass das da ist, oder? Ja. Okay, aber dann wollen wir mal hier erstmal so ein bisschen springen. Okay, jetzt haben wir natürlich, da war das Schifflein. Nach da unten müssen wir. Nee, nach da oben. Ach so, nee. Oh. Der Navigationscomputer berechnet die Sprungroute. Sprungroute berechnet. Und wo wird sie angezeigt? Kann mir das auch einer sagen? Ah, da. Dann lass uns mal springen. Da, weitere Karte schon da. Dauert nicht mehr weit. Dann sind wir da in der Nähe dieser Fraktion. Hier ist so ein bisschen eingeschränkt, ne? Ja, machen wir das. Dann müssen wir dahin. Und dann sind wir schon im Bereich, oder? Na, ja, nicht ganz, aber fast. Militärstation, das hört sich auch gut an, weil ich glaube, da gibt es die Dingens. Wie heißt es? Die Aufträge, Piraten zu schlagen. Und dafür gibt es Punkte, ne? Oder wie war das? Das hatte mir der Thomas auch geschrieben, ne? Vermisste freikaufen oder Piraten schlagen, ne? Achso, wir müssten mal hier hingehen, ne? Und dann können wir auch springen.
Ich habe meine ganzen Klamotten noch gar nicht angeguckt, ne? Das ist das Nächste. Aber in diesem Schiff will ich da jetzt auch nicht groß die Top- oder High-End-Gerätschaften einbauen, denke ich mal. Das wollte ich jetzt nicht hier machen. Aber wir sollten trotzdem da mal gerade reingucken. Plasma-Geschützturm, war das... ach so, das ist jetzt tatsächlich nicht hier überall zu sehen, oder was? Oder waren das andere Dinge? Ne, das waren andere Dinge. Das ist jetzt ein Naonit. 458 DPS, Schaden 31,8, Feuerrate 14, Reichweite Schadenstyp Plasma und Schilde. Also macht mehr Schaden gegen Schilde. Drei Kanoniere braucht man dafür. 8% Schaden, 20% Feuerrate plus, 24% Energieverbrauch, Batterien aufladen. Schaden an Schilden 232. Dreifach Point Defense MG Geschützturm aus Eisen. Unabhängiges Zielen gibt's da auch. Zwei Kanoniere, unabhängiges Zielsystem, minus 43% Schaden, okay. Macht nur die Hälfte des Schadens und das ist schon 1,3 nur. Energie, Schadenstyp war hier. Aber das ist hier gegen Torpedos und sowas. Das Ding ist ja dann ganz gut dann eigentlich, ne? Aber diese drei möchte ich dann doch die exotischen möchte ich dann doch in ein Schiff bauen, wo es vielleicht sinniger angebracht ist, oder? Elektro. Energie. Abwracker. Doppelpoint Defense MG Geschützturm, da Schaden 0,9. Da ist ein Bergbauer. Noch ein Bergbauer. Doppelflak Geschützturm. Der macht schon mal Bums, ne? Da sind die zwei Türme. Kann ich noch mehr drauf machen oder reicht's gar nicht? Okay, nicht genügend Slots. Was ist das jetzt hier? Maschinengeschützturm und... na, mach mal die mal weg. Der geht da nicht hin, weil wahrscheinlich der falsche Turm das ist. Doppelflokgeschützturm. Doppeleisenabwracker. Doppelgravitationsgeschützturm. Dreifachmaschinengeschützturm. Und hier mein Schadenstyp Antimaterie. Mehr Schaden gegen Hülle. Ja komm, dann nehmen wir den noch und setzen den mal da oben drauf. Das waren zwei maximal, ne? Benötigte Energie brauchen wir natürlich jetzt noch. Das heißt, wir müssen an dem Schiff auch noch ein bisschen was ranbauen. Kanoniere fehlen mir noch zwei, die muss ich auch noch haben. Wir können dieses Schiff ja auch mal gerade ein bisschen hier, ne? Kann ich? Nee. Doch, kann ich mit Steuerungstaste und dann Doppelklick. Das heißt, ich werde mal gerade die alle ein bisschen aufrüsten hier. Die ich jetzt ausgewählt habe, ne? Kamera drehen, aus, was war das denn? Ersetzen. Blocker umwandeln. Alt. Ja, schade, ne? Transformiert Triebwerk. Links umwandeln. Geht irgendwie nicht. Wie war das noch? Genau so ist es. Das ging nur hier rüber, ne? Wo war das denn noch hier? Block umwandeln. Ja, ich muss es wohl händisch machen, das andere funktioniert wohl nicht. So.
Jetzt ist die Energie auch wieder passend, einfach aus dem Grunde, weil wir, ne, gerade, sag schon, die Generatoren und sowas. Das ist der Titangenerator und hier mal ein Trinitiumgenerator. Block umwandeln. Der war das. Den können wir auch umwandeln. Jetzt können wir den vielleicht einklappen. Die können wir umwandeln. Da oben ist auch noch einer. Ich glaube, jetzt haben wir das erstmal so weit umgewandelt. Ne, da sind noch zwei. Und der da vorne ist was anderes. So, dann haben wir hier auch noch Energiecontainer. Das bedeutet, den machen wir wieder weg. Wir müssen dann tatsächlich erst hier rein, da auf Umwandeln klicken und dann geht's. Jetzt haben wir das geupgradet. Das ist doch schon mal gut, oder? Jetzt ist die Frage, ob es hier noch Solarzellen gibt. Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, da. Umwandeln. So, dann haben wir da auch mehr Energie. Sollte erstmal gut sein, oder? Mal Korrekturdüsen noch. Korrekturdüsen. Korrekturdüsen. Müssen wieder auf Alt umstellen. Hier ist noch eine Korrekturdüse. Da ist, glaube ich, auch eine. Ich glaube, das waren sie, oder? Ja. Benötigte Energie. Das ist erstmal ganz gut, denke ich, oder? Das soll reichen. Nee. B raus. Und der schießt schon mal ganz nett. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo müssen wir. Das ist erstmal ein Ausrüstungsdock. Machen wir mal einen Besuch abstatten gerade. Okay. Gucken wir mal rein, was das Ausrüstungsdock so handelt. Eisenbergbau. Ich sehe kein R leider. Hightech-Handelssystem. Wirtschaftsübersicht lokal. Handelsrouten Sektor 3. Das ist ja schon mal ein cooles Ding. Ich glaube, das kaufe ich sofort. Wir müssen angedockt sein. Alles klar. Locking Port ist da. So, auf ein neues. Das war das. Kaufen wir. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Fortgeschrittenes Handelssystem, das wollen wir noch upgraden. Ich glaube, so ein Ding wollen wir auch haben. Unsere Standard-Handelssysteme zum Beispiel, die packen wir auch rein. So, hier war ja jetzt nichts, ne? Also hier ist schon was, klar, aber was ich jetzt so sagen würde, das ist mein Ding, was ich haben möchte. Sender der Handelsgilde, das war unser Ziel, was wir noch brauchen. Dafür müssen wir aber jetzt hier mit der Fraktion noch freundlicher werden. Achso, ja, wir können das jetzt mal gerade auf einstellen und dann haben wir das auf jeden Fall gemacht. Kanoniere haben wir genug drin, das ist also auch gut. So, das war schon mal richtig. Jetzt brauchen wir das Ausrufungszeichen. Das ist da unten. Naja, da komme ich jetzt gerade nicht so direkt dran gewählt. Ich glaube, da brauchen wir nicht für hinfliegen, ne? Schwarzes Brett, aber doch, Ressourcenknappheit, 100 algmatische. Ja, die können wir jetzt nicht akzeptieren. Das wäre schön gewesen, wenn wir hier was anderes gefunden hätten.
Ja, aber wir brauchen ja nicht mehr ganz viel, ne? Da ist ja auch ein Ausrufezeichen dran, ne? Was wollen die? Schwarzes Brett. Ressourcenknappe, nur so wird ja einfach akzeptieren. Und jetzt dann will man Experimente, ich brauche einige Sachen, bevor jemand ausfindet, wo ich habe die vor innerhalb von 30 Minuten 150 Euro bekommst einen doppelten Preis für die Ware. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo gerade Früchte sind. Vielleicht sollten wir gerade mal Handelssystem aufrufen. Vielleicht haben wir da was Interessantes hier zum Machen. Zeige von Handelsrouten, okay. Solarkraftwerk. Wir müssen Energiezellen oder sollen da Energiezellen kaufen, die sich dann da beim Handelsposten gut verkaufen lassen. Ist das hier im gleichen Sektor? Ja. Das bedeutet, wir fliegen da mal hin. 29.000 Credits Gewinn. 34, 45 kostet's. Ja, dann fliegen wir doch da mal schnell hin, oder? Gucken, dass wir das mal machen, aber wahrscheinlich haben wir keinen Raum, wo wir es reinladen können, oder? Doch, müssen wir haben. Vielleicht noch nicht viel, ne? Energiezellen. Maximal können wir 259 mitnehmen. Dann kaufen wir die doch, oder? Du musst im Handel an der Station. Ah, ich liebe es, wenn dieses Docking da nicht so ganz so gut klappt. Jetzt haben wir es gekauft. So, jetzt müssen wir nochmal die Handelsroute aufrufen. Wo mussten wir hin? Da. Fliegen wir gerade zur Handelsroute, aber ja, so viel Geld machen wir da jetzt nicht mit, ne? Würde ich sagen, oder? Wo kann man andocken? Da. Lizenz für besondere Güterkorb und Güter handeln. Energiezellen 259 verkaufen 28 verbessert, alles klar. Okay, das ist jetzt keine Lösung, aber das hatte der Thomas Stehler natürlich auch geschrieben, ne, dass man damit nichts mehr reißen kann. Ja, aber wir haben ja hier die Freibeuter, sind jetzt da oben und wir haben noch, ja, die 28 Punkte machen wir vielleicht irgendwann den Bereich fett von 664, ne? Oder wie sind sie? Ich glaube, ja. Das sind nicht viele Punkte, ne? So, nochmal gerade hier reingeschaut. Haben wir hier einen Platz frei? Nein, wir haben hier eine Batterieladung. Wir haben hier ein Quantum-Hyperraum-Upgrade. Ein Hightech-Handelssystem haben wir. Hier, das sollte ich mir angucken, ne? Oder was hatte der Thomas geschrieben? Rechtsklick für mehr Optionen. Achso, die ist damit gemeint. Festinstallation nicht aktiv. Bewaffnete Geschütze plus 10. Ja, okay. Jetzt wissen wir Bescheid, in welches Schiff das kommt. Das habe ich gar nicht gesehen, oder? Kann das sein? Naja, aber das ist dann schon mal was, ne? Ich habe diese drei vertikalen Kratzer auf der Oberfläche noch gelesen. Das weiß ich. Aber das Wichtige, das habe ich gar nicht gelesen, ne? Hier sind Geschützkontrollsignale für Geschütze 5 und bei Festinstallation nicht aktiv und bei Geschütze plus 2. Das wären dann 7. Das wäre ein tolles Ding für einen Miner. Batterie-Upgrade. C43-Detektor. Was können wir denn hier gerade mal rausschmeißen? Ich glaube, wir sind dann trotzdem noch gut, ne? Lass mal gerade den reinnehmen. Ah. Der hat aber nichts entdeckt, ne? Ja, ist alles noch gut hier, denke ich.
Gut, wir sind jetzt da. Handelsposten, ja, ich glaube, wir müssen mal hier gerade oben Militärstation eingeben, gucken, dass wir da mehrere finden. Sind die überall? Tatsächlich. Und wir sind jetzt da, oder was? Nee, wo sind wir denn jetzt? Doch, wir sind da. Da gibt's auch eine Militärstation. Koordinaten ins Navi-System. Ja gut, dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf Anhieb teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.